Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Digitalseminar hier heute Abend von CAV durchgeführt von CAV zu dem Thema Futtereffizienz, wo wir Ihnen heute Abend Näheres aus der Praxis und aus der Entwicklung näher bringen möchten. Vorneweg vielleicht, wir haben heute Abend 21 Uhr, Deutschland spielt gegen Frankreich. Ich kann alle beruhigen, bis dahin werden wir sicherlich fertig sein. Sozusagen ist dies das Vorspiel zum Deutschlandspiel gegen Frankreich. Ganz herzlich willkommen auch hier heute Abend Wietse Duursma, Peter van Goor. Ich werde gleich später noch euch beide nochmal fragen, euch ein bisschen näher vorzustellen. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich anfange, darf ich mich natürlich auch noch gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Axel Escher. Ich bin Geschäftsführer bei CAV in Deutschland, verantwortlich auch für weitere Märkte in Zentraleuropa. Noch ein paar technische Hinweise habe ich hier noch mit auf den Zettel bekommen. Wenn Probleme sein sollten mit dem Bildschirm, Doppelklick auf dem Bildschirm machen, dann ist es ganz groß, hat man mir gesagt. Also wer da noch was hat, gerne sich melden. Und vielleicht auch noch vorab, wenn Fragen sind während der ganzen Präsentation, während unseres Seminars, schreiben Sie gerne in den Chat rein. Wir werden versuchen, die dann in den Seminar mit einzubauen. Oder es werden halt versucht, die direkt auch vor Ort dann mit zu beantworten. Gut, bevor wir starten, noch ganz kurz etwas über CAV, vielleicht für die, die uns noch nicht ganz so gut kennen. Ein, zwei Folien noch ein bisschen. Wer ist CAV? Was machen wir? CAV ist eines der größten Rinderzuchtunternehmen der Welt. CAV ist Effizienz und Gesundheit. CAV ist das größte Rinderzuchtunternehmen in Europa. CAV beschäftigt über 2000 Mitarbeiter weltweit, ist in über 60 Ländern weltweit aktiv. Es werden 12 Zuchtprogramme weltweit gefahren. Und dabei sicherlich die wichtigsten, größten Zuchtprogramme, die wir haben, ist das Holstein-Zuchtprogramm und auch das Fleckvieh-Zuchtprogramm, was wir ja in Deutschland auch fahren. Wir haben gerade gesagt, wir agieren in über 60 Ländern weltweit. Allerdings sind wir auch in verschiedenen Ländern mit Standorten unterwegs, ob es Nordamerika, Südamerika, Ozeanien, Europa. Sie sehen das auf der Karte, wo wir im Prinzip überall unterwegs sind. Ich denke, ganz wichtig ist, die Basis von CAV, das Fundament von CAV sind Landwirte selber. Wir sind eine bäuerliche Genossenschaft mit ihrem Ursprung in den Niederlanden und in Flandern, in dem niederländisch sprechenden Teil von Belgien. Über 23.000 Genossenschaftsmitglieder bäuerlicher Hand, die ganze Organisation. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den wir als CAV haben, den großen internationalen Hintergrund, die bäuerliche Basis auf der einen Seite, die wir haben, aber gleichzeitig die Expertise, die wir weltweit erreichen durch unsere Aktivitäten, wo wir überall unterwegs sind. Wir können sicherlich sagen, dass wir über viel, viel Erfahrung in der Rinderzucht verfügen. Wir fahren halt die eigenen Zuchtprogramme. Wir sind geleitet von einer hohen Innovationskraft, dass wir führend in den verschiedenen Produkten sind, wo wir unterwegs sind. Ich glaube, das ist das auch, was uns auszeichnet, warum wir für uns auch sicher behaupten können, dass wir führend sind in dem Bereich von Effizienz und Gesundheit. Dass wir vor Ort tätig sind, gerade auch für Deutschland, denke ich auch nochmal ein Beweis dafür. Wir haben verschiedene Standorte in den deutschsprechenden Ländern, in Deutschland alleine, in Norddeutschland, ein Standort in Süddeutschland, in Wasserburg am Inn, wo auch unsere Besamungsstation vor Ort ist. Und unser Ziel ist es, dass wir im Prinzip unseren Landwirten Nutzen darbringen wollen, um wirtschaftlich produzieren zu können. Das ist es auch, wo wir gerade drüber reden, zusätzlichen Nutzen bringen. Das ist unser Anspruch. Das ist das, was wir gerne bei CAV machen wollen, wonach wir kontinuierlich streben. Und das ist auch sicherlich der Grund, warum wir hier sind, wenn wir heute Abend über den Zuchtwert von Effizienz, Futtereffizienz sprechen, wo der Ursprung herkommt. Und der Grund dahinter ist es eigentlich, wenn wir auf unsere Landwirte hören, auf die Bedürfnisse hören, auf die Gesellschaft hören, dann ist es eigentlich ganz deutlich, das, was wir zu hören bekommen, ist, dass Landwirte effizient Milch produzieren wollen und das gleichzeitig maximal dabei, die Umwelt zu schonen. Das ist
das, worauf es uns ankommt. Aber fangen wir an mit unseren Gästen hier heute Abend. Peter von Gore, herzlich willkommen. Peter, könntest du dich unseren Teilnehmern heute am Digitalseminar einmal persönlich gerne vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Peter von Gore, Zuchtvieh- auf Zuchtspezialist von CRV und seit 2016 verantwortlich für die Entwicklung rund um das Thema Futtereffizienz. Und ja, seit Dezember 2020 haben wir ein neues Zuchtwert Futtereffizienz und darüber werden wir später reden. Ja. Danke, Peter. Peter, vielleicht nochmal für alle, warum hat CAV überhaupt angefangen, Untersuchungen rund um das Thema Futtereffizienz zu machen? Ja, sehr wichtig ist die Erhöhung von der Wirtschaftlichkeit von unseren Kühen. Also mehr Milch aus gleichen Futtermenge, so Reduzierung von der Futterkosten. Und was wir natürlich gesehen haben, das sind die Geflügel- und Schweine. Branche, da ist Futtereffizienz schon seit ja, vielleicht 20 Jahren ein großes Thema und die haben sehr viel Gewinn gemacht in dieser Zeit von 20-50% bessere Futtereffizienz und wir haben den Eindruck, dass auch beim Rindvieh man auch dort nicht die gleiche Höhe natürlich, aber auch ja, zum 10% Gewinn machen kann. Okay, Peter, du hast es gerade ja schon gesagt, im Schweine- und Geflügelbereich ist das eigentlich Standard schon, das ganze Thema rund um Futtereffizienz. Dabei ist es natürlich ja noch mehr verwunderlich eigentlich, wenn wir das im Milchviehbereich schauen, dann ist sicherlich ja die Futterkosten einer der höchsten, größten Kostenblöcke, die wir dort haben, dass wir dort noch nicht gestartet sind. Ich meine, wenn man überlegt, dass durch eine bessere Futterverwertung eigentlich wesentlich mehr Milch pro Kilogramm Futter beziehungsweise deutliche Kosten gespart werden können bei den Futterkosten, um dann am Ende auch den Selbstkostenpreis für die Milch zu reduzieren, ist das natürlich ein wahnsinnig spannendes und interessantes Thema. Auf der anderen Seite, das klingt ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Wenn wir diese ganzen Kostenblock- und Einsparungsmöglichkeiten anschauen, und dafür ist es sicherlich umso spannender, heute Abend euch beide hier zu haben, um dort ein bisschen mehr drüber zu erfahren, wie das in der Praxis und wie das in der Umsetzung in der Zuchtarbeit passiert. Peter, vielleicht kannst du ein bisschen noch mal kurz erklären, wie ist das ganze Projekt gestartet? Ja, wir sind in Holland schon angefangen in den 90er Jahren. Das ist vor allem die Universität Wageningen. Die hat schon Proben gemacht mit Kühen und ja, die Futteraufnahme gemessen. Und das, ja, es war ungefähr 2016, dann hat CRV entschieden, um auch selbst Futterprobemaßnahmen zu nehmen. Um dann nicht auf die Untersuchungsbedrijven, Testbetriebe, aber auf kommerzielle Melkviehbetriebe. Da sind wir angefangen, um auch dort die Futteraufnahme zu messen. Und jetzt haben wir dann 5 Betriebe mit ja, gesamt 2000 Kühen, wo wir die Futteraufnahme messen. Also du sprichst ja gerade von den 5 praktischen Betrieben, die in der Praxis das durchsetzen. Einer von diesen 5 Betrieben ist der Betrieb von Wietse Dursma. Wietse, auch dir herzlich willkommen nochmal hier. Wietse, vielleicht kannst du dich auch nochmal kurz vorstellen hier in der Runde. Ja, danke. Und es freut mich hier zu sein heute. Und wir versuchen heute auch in Deutsch zu sprechen und hoffentlich verstehen wir erkannte. Mein Name ist Wietse Dursma. Ich bin geheiratet mit Evelien und zusammen haben wir 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Junge. Ich bin Fußballtrainer von meinem Sohns Team. Das ist die Jugend unter 8. Ich denke, das ist heute auch mit die Fußballwedstrijd ist das natürlich auch wichtig. Und zusammen haben wir auch einen Milchviehbetrieb und das ist in het Noord,
Teil von Nederland in Groningen. Die Platz ist de Bellingwolde und das ist an die Grenze, links von der A31 und next unter der A7. So, das ist, denke ich, even in Kutsch. Danke, Wietze. Peter, gleich eine Frage für dich. Wenn ich zum Beispiel mich an meinen Vater erinnere, der würde sagen, so ein Futterzuchtwert, Futtereffizienzzuchtwert, wofür braucht man das? Das kann man der Kuh doch einfach ansehen, ob sie jetzt effizient ist oder nicht. Was sagst du dazu? Ja, Axel, das höre ich sehr oft, dass die Bauern sagen, okay, das kann man schon an die Außenseite von der Kuh sehen. Die Kuh ist etwas klein, ist schmal, sehr milchtypisch. Und deswegen habe ich ein kleines Wettbewerb. Ich habe 4 Kühe und dann würde ich unsere Zuhörer fragen, um die meisteffiziente Kuh am ersten Platz zu stellen und dann die zweiteffiziente, dritte und vierte und so weiter. Ich werde eine kurze Beschreibung geben von den Kühen. Ja, zum Beispiel Kuh Nummer 1, das ist eine sehr schöne milchbetonte Kuh mit 36,2 Kilogramm Fett und Eiweiß korrektet Milch. Große 1,50 Meter. Dann hat man Kuh Nummer 2, das ist eine ein bisschen kleinere Kuh, eine Kuh mit etwas mehr Bemuskelung, etwas weniger Produktion als die Kuh Nummer 1. Und dann sieht man Kuh Nummer 3, eine Kuh mit sehr schöner Leistung, 38,9 Kilogramm Milch, eine sehr starke Kuh, denke ich. Und dann gibt es noch Kuh Nummer 4. Auch 36 Kilogramm Milch, auch wieder eine milchbetonte Kuh. Und dann ist meine Frage und an die Zuhörer, man kann es via den Chat angeben, von welche die beste Kühe sind, von 1 bis 4. Und ja, dann kann man, ja, wenn man alles gut hat, etwas Schönes gewinnen. Hm. Ja, Peter, danke. Vielleicht nochmal für die Teilnehmer hier am Seminar. Also wer mitmachen möchte jetzt hier, die Kühe zu rangieren, welche Kuh von diesen 4 Kühen ist die Kuh mit der besten Futtereffizienz und dann durchrangieren bis 4. Einfach in den Chat reinschreiben und wir haben eine Verlosung, was Peter schon gesagt habe, zu gewinnen sind 3x5 Portionen von einem Bullen. Peter, welcher Bulle ist das? Ja, es ist der Bulle Delta Endless. Das ist unsere höchste Bulle für Lebensleistung. Es ist die höchste Bulle für Füttereffizienz mit 111. Und er ist auch Platz Nummer 1 für NWI. Etwas weniger wichtig für Deutschland, aber es ist eine wirkliche Spitzenbulle und da kann man 3 Samenportionen davon gewinnen. Oder war es 5, glaube ich. Man kann sogar 3x5 Portionen gewinnen, okay. Peter. Also, aber ich denke, man sieht natürlich mit Endless schon einen Bullen, der gerade die CAV-Effizienz in idealer Weise verkörpert. Auch die Futtereffizienz ist natürlich schon einer der Top-Vererber hier. Wietze, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Dein Betrieb ist einer der 5 Betriebe, wo die Futteraufnahme gemessen wird. Wie bist du dazu gekommen? Warum konntest du dich dafür entscheiden, daran teilzunehmen? Ja, ich denke mehrere Sachen. Am ersten ist dat von vielen Landwirten ist das Einkommen unter Druck. Ich denke, darum ist das für mich persönlich sehr wichtig, dass ich auch kann arbeiten mit dit Projekt. Und dann nächsten ist mein Betrieb, denke ich, dazu geschickt. Ich hatte einen Betrieb mit viel Automatisierung und dat passt in mein Betrieb. Und auch sehr wichtig ist, dass auf meinem Betrieb waren immer all viel Nachzucht von CFV-Bullen und auch all die genomische Daten was auch schon da. Und dann kann man natürlich was messen und dann auch gucken, was das für die Bullen bedeutet. Okay. Wietze, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über deinen Betrieb erzählen, dass wir noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen? Ja. Ja, gerne. Und man kann hier de foto sehen. Dat is mijn Betrieb. En ik denk am ersten, dat is ein Gebiet mit viel Ackerbauen daarom om het zou. Und voor mij bedeutet dat ik ook zeer veel Futter kauf voor mijn Kühe. En dan is
mijn strategie om zoveel mogelijk dat futter wat ik moest kopen, om daar meer van te maken. Ja, en wat is dan wichtig? Nou, dat ziet man hier ook aan, denk ik, aan die productie, die levensleistung. Ik brauche ungefähr 20% Ersatztieren voor die Nachzucht, dat dan die nächsten Kühe bekommen. Maar ik denk am meisten wichtig für mich ist die Futtereffizienz. En ik denk dat is wat hier steht. En ja, als men al die zaken, productie, levensleistung, gezondheid in balans krijgt, ja, dan kan men ook efficiënt futter produceren. En dat is mijn strategie op mijn betrieb. Oké, Wietse, om nog een betere indruk te bekommen van deinem betrieb, hebben we nog een kurzes video daarvan. Ik denk dat het een goed moment is den mal einzuspielen, om unseren Teilnehmern dort im Video noch mal ein bisschen auch was auf Bild zu zeigen, wie es dort aussieht. Ja. All over the world we see discussions with climate, with methane, with nitrogen. For that we have to start measuring feed efficiency, because the connection between feed efficiency and those issues is very big. That's why I'm very proud that we start measuring here on my farm. Why specific on my dairy farm? I think because I already had a lot of offspring with the CFE bulls. When we combine that with the feed efficiency data, CFE is able to bring all those data into added value for us as dairy farmers. I have a lot of cows per hectare, and with that feed costs on my farm is the biggest cost there is, and therefore tremendous important. Not only for Dutch farmers, but all over the world we struggle with translating feed into milk and therefore with money, and all the feed that I buy should be translated into milk. That brings money for me as farmer. The lowest feed efficiency cows, we expect that they bring 1.1, 1.2 kilograms of milk out of 1 kilogram of feed, and the best group of cows will make 1.8 liters of milk out of 1 kilogram of feed. The differences in all herds are approximately the same. With combining the data with the genetics, we are able to select CFE bulls that are very well on feed efficiency. And we expect that if we select 10 years on feed efficiency, we save approximately 2 eurocents per kilogram of milk. That's quite a lot, in my opinion. Wietse, ich glaube, das ist schon interessant zu sehen, was bei dir auf dem Betrieb passiert. Wenn ich das richtig habe, dann bist du mittlerweile über 1,5 Jahre dabei, die Futteraufnahme zu messen bei dir im Betrieb. Was bedeutet das bei dir für die tägliche Arbeit, Arbeitsaufwand? Wie sieht das aus? Ja, es ist natürlich ein Projekt, das sehr teuer ist und auch sehr, sehr viel Arbeit fragt. Ik denk op mijn betrief, omdat ik al automatisch futter, is dat denk ik wat andere situatie als die andere betrieben. Voor mijn bedrijf kan man ook hier die treugen zien. En die automatische futterwagen, die futtert in die treugen. So, dat is denk ik futter automatisch. Wat dat voor mij bedeutet is dat ik moest zorgen dat alles goed functioneert, dat die koeien ook identificeerd werden, dat alles functioneert, dat die data goed ingeschreven wordt. Want voor mij is het niet zozeer dat het veel arbeid kost, omdat ik dat meestal automatiseerd heb. Okay, ich sehe gerade, wir haben schon die ersten Ergebnisse von dir im Betrieb rein. Vielleicht noch vorweg eine Frage dazu. Welche Kühe sind überhaupt in der Kontrollgruppe bei dir drin, wo die Futteraufnahme gemessen wird? Wie geht das? Ja, das sind meistens die jungen Kühe. Das sind die Kühe, wo man die Daten von will bekommen natürlich. Dann hat man gleich Informationen von auch die neuen Bullen. Ich denke, das ist interessant. Man sieht hier 46 treugen. En ik heb achter die treugen plaats voor 80 koeien. En op mijn betrieb zien dat alle verzen en alle tweede kalps tieren.
Und die fangen dann an mit die Test 2 Wochen nach Abgabung. Und sie sind meistens bis Laktation Tag 225 in die Gruppe. Dann ist die komplette 200 Tage, wird die Data gemessen von all die Kühe. Okay, und wir sehen jetzt schon die ersten Ergebnisse hier auf dem Bildschirm. Was kannst du uns darüber sagen, ne? Was über die Ergebnisse von der Futteraufnahme bei dir im Betrieb? Wie müssen wir das verstehen? Ja, was man hier auch in die Tabelle sieht, maar ik denk dat is data daar, dat is denk ik ook aan Pieter. Voor mij het is, we maken zeer veel data hier. Dat kan men ook in die tabel zien. We messen niet alleen futterafname, maar ook het gewicht van die dieren. Dat kan men ook in die tabel zien. Natuurlijk die melkleistung. Jedem Tag wordt dat ook via de computer doorgezonden. Maar we registreren ook de gewicht van die waterafname van die koeien. En daarnaast op mijn betrieb ook alle data rondom gezondheid, klauwengezondheid, uitergezondheid, alles wordt hier beschreven. En wat voor mij heel wichtig is natuurlijk, is aan het einde dat onderscheid tussen die toptieren van mijn herd en die onderste tieren. Ja, en dat onderscheid is waanzinnig groter dan erwartet. Ja, en voor mij het meest wichtigste is dat de onderscheid is pro koe, pro taak in die groepen is 3 euro pro koe. Ja, en daar weet men natuurlijk vreugd van. Ja, ja. Ja, das kann ich sicher verstehen. Ja. Pieter, vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu diesen Daten und was natürlich vielleicht auch interessant ist, sind das jetzt Ausreißer, die wir hier auf dem Betrieb von Dursma sehen oder siehst du ähnliche Ergebnisse in den anderen Betrieben, wo die Futteraufnahme gemessen wird? Ja, eigentlich sind die gleich ähnlich wie auf die anderen 4 Betriebe. Ja, das ist, wenn man die 25 beste Kühe vergleicht mit den 25 unteren Kühe, dann sieht man, dass ungefähr die bessere Kühe einen halben Kilogramm Milch mehr produzieren pro Kilogramm trockene Masse als die anderen Kühe. So, das ist ganz viel. Was wir auch sehen, ist, dass ein kleines Unterschied im Gewicht, die besseren Kühe für Futtereffizienz sind etwas weniger schwer, aber das ist nicht so besonders viel. Wir hatten gedacht, dass das Unterschied größer sein würde, aber das, ja, hier bei Witze ist das ungefähr 10 Kilogramm, auf die anderen Betriebe ist das 20 bis 25, aber nicht so sehr unterschiedlich. Was wir auch sehen, ist, dass die bessere Gruppe ungefähr 7 bis 8 Kilogramm mehr Milch produziert, mit ungefähr genau oder etwas weniger Futteraufnahme, dann die Kühe, die weniger produzieren und weniger effizient sind. So, das ist, ja, im Anfang hatten wir gedacht, dass die Kühe, die viel produzieren, viel fressen, aber das sehen wir hier nicht. Und was auch gut zu sehen ist, dass, wenn man sieht, hinsieht nach die Kraftfutteraufnahme pro Kilogramm Milch, dann sind das die Top 25% Kühe, habe ungefähr 20 bis 25% weniger Kraftfutter benötigt, um den gleichen Kilogramm Milch zu produzieren. Und das ist dasjenige, was wir überhaupt nicht erwartet hatten. Ja, wir denken immer, okay, Kühe, die viel produzieren, brauchen sehr viel Kraftfutter, aber das pro Kilogramm Milch ist das nicht so. Und auch noch so, das kann man sagen, wenn ich zum Beispiel bei Witze oder die anderen Betriebe, dann ist es so, dass die Kraftfutterkilogramme pro Kuh nicht höher sind oder niedriger dann bei den anderen Kühen. Und das ist, ja, nach meiner Meinung ist das sehr überraschend. Wenn man diese Ergebnisse sieht, Pieter Wietze, dann das erste Mal sieht, ich glaube, dann ist das schon wahnsinnig beeindruckend, was man da sieht. Wietze, wie war das für dich? Waren diese Ergebnisse überraschend? Ja, sehr überraschend, want ik heb kleine koeien die goed zijn voor futterefficiënt. Ik heb ook zeer grote, zwerige koeien die goed zijn voor futterefficiënt. Ik heb koeien met hoge leistung, met weinig leistung. En wat nieuw is dat
man kann das nicht sehen, man muss das messen. Und das ist, denke ich, meine größte Überraschung, dass das Unterschied, was man kriegt, durch auch noch zu messen, ist viel größer dann. Want eerst hadden we alleen die informatie van die leistung, van die gewicht van die koeien. En dan had man al etwas informatie. Maar met wat we hier maken, hebben we veel meer informatie. En dat onderscheid is waanzinnig groot. En dat tweede wat me echt überrascht had, is dat ik dacht als land wie het ook, we krijgen koeien voor futter-efficiënt. Nou, dat moet met krachtfutter en met extra soja. Und was ich hier sehe, ist, dass das net andersrum ist. Dass kein viel Kraftfütter, aber Raufütter. Und das ist, was mir wahnsinnig passt, auch in meinem Betrieb. Ich habe in meinen nächsten, ich denke, 5 Kilometer ist viel Stroh, viel Grassilage, viel Maisilage. Ja, das ist einfach und billiger für mich zu kaufen. Und ich kann da Milch von machen. Das ist, was ich hier gelernt habe. Ja. Okay, Vize, wenn du das sagst, das ist sich natürlich auch beeindruckt, aber diese Daten nachher, Futtereffizienz, Zuchtwerte, benutzt du diese Daten auch direkt bei der Auswahl deiner Besamungsbullen, bei der Genetik? Ja, das habe ich immer auch gemacht, weil ich zuchte immer auch auf Gesundheit sehr viel und auch auf Effizienz. Aber 10 Jahre zurück war das nicht Futtereffizienz, dann war das Effizienz von Leistung mehr. Und die Data, die hier auch auf meinem Betrieb gemessen sind, sind auf dem Moment all in die Data auch von die Zuchtwert von die Bullen. Dus ik kan immer noch zuchten met diezelfde boel, maar dan zuchte ik jetzt schon aber mehr op Futterefficiënt. En ik denk. Das ist ein. Ein zweiter, was ich auch mache, was ich gelernt habe, ist, was ich bekomme schon seit 5 Jahren all die genomische Daten auch von meinen Jungtieren. Und da war auch ein Kalb 2 Jahre zurück. Was 2 Jahre, 3 Jahre schon zurück. Sie hatte ein schlechter genomische Wert für Effizienz. Und aber die Mutter, die war ein von meinen besten Leistungskühen. Und das Kalb ist nicht weggegangen, aber das ist ein Kuh geworden an meinem Betrieb. Und was ich now sehe, ist, dass auch die genomische Data, die ich schon hatte, die hatte ich müssen brauchen. Und das ist, was ich heute auch mache. Ich mache etwas mehr weißliche Tieren und ich mache da eine Selektion für die Tieren, die nicht so effizient sind. Ich denke, auch das kann sehr viel bringen. Also das heißt, du nutzt auch Herd Optimizer in deinem Betrieb, um die weiblichen Tiere zu genotypisieren, ja. Um das in deinem Zuchtprogramm mit zu integrieren und dann mit der Auswahl auf Effizienz und Gesundheit im Prinzip zu deinem Zuchtziel hinzukommen. Ja. Das ist richtig. Ja. Danke, Vize. Peter, eine Frage noch für dich, die gerade noch für mich reinkommt. Ich sag mal, landläufig wird es ja doch immer wieder gesagt, züchten auf Futtereffizienz ist gar nicht nötig oder ist nicht möglich. Wenn man eine vernünftige Futterration macht, dann klappt das Ganze von alleine, dann geben die Kühe von alleine Milch. Was denkst du darüber? Naja, was wir gesehen haben, ist, dass es ja sehr große Unterschiede gibt in Futtereffizienz zwischen den Kühen. Und wir wissen auch, dass ein Teil erblich bestimmt ist. Und es gibt Unterschiede zwischen die Töchter von Bullen. Und ja, wir wissen alle, dass die Kostpreis von Milch wird von 50% wird das sein von wegen der Futterkosten. Wenn man dort eine Besparung machen kann, dann spricht man schon über sehr viel Geld. Und was wir denken, ist, dass man, wenn man wirklich züchtet für Futtereffizienz, dass man ungefähr, und dann muss man denken in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, 10% sparen kann auf die Futterkosten. Okay, das sind natürlich schon Hausnummern, die du hier auf den Tisch legst, 10%. Ich glaube, jeder Praktiker, der das für seinen Betrieb mal einmal umrechnet, ist das natürlich schon eine große Zahl, die dabei rauskommt. Peter, eine andere Sache. Ich glaube, dass viele auch in der Schule noch gelernt haben oder im Studium gelernt haben, wenn die Kuh viel frisst, gibt sie auch viel Milch. Das ist das Geheimnis alles.
Was kannst du dazu sagen? Was ist deine Erfahrung? Ich denke, du hast ja jetzt auch die Daten gesehen. Ist das der Fall? Ja, was wir sehen, und das ist unsere 5 Praxisbetriebe und auch bei den Forschungsbetrieben, dass die Kühe, die eine gute Futtereffizienz haben und auch am meisten produzieren, die fressen nicht mehr Kilogramme trockene Masse, dann die Kühe, die weniger produzieren. Das ist, was wir sehen. Und das, ja, das sehen wir auf 10 verschiedenen Betrieben. Okay. Also ist das nicht mehr ganz so aktuell, nicht, wie das vielleicht mal früher auch gelehrt worden ist. Und auch nicht den Eindruck, dass man hat, okay, die hohe Leistungskühe bekommen sehr viel Kraftfutter. Die bekommen nicht mehr Kraftfutter, aber produzieren schon 7-8 Kilo oder mehr Kilogramm Milch mehr dann die anderen Kühe. Okay. Vielleicht in dem Zusammenhang eine andere Frage, Peter. Was ist mit Sicherheiten über Futteraufnahmewerte? Was kannst du dazu sagen? Sorry. Mit den Sicherheiten. Oh ja. Kannst du da irgendwas drüber sagen? Wie sicher sind die Werte? Ja, wenn man zum Beispiel zum Sicherheit anschaut von die jüngeren Bullen, die Ensile Bulls oder Genomic Bulls, dann gibt es eine Sicherheit von rund um 50%. Die älteren Bullen haben, die jetzt zum Beispiel 5 bis 10 Töchter in Milch haben, die haben schon eine Sicherheit von 70 bis 80 und höher. Also das, und das wird immer besser, wenn wir natürlich mehr Daten bekommen von die Futteraufnahme auf diese 10 Betriebe. Okay, und vielleicht nochmal ein bisschen Informationen bei dem Futteraufnahmeprojekt oder in den Betrieben. Was genau messen wir dort? Wir messen, das werde ich, wir messen nicht nur das Raubfutter, also auch das Kraftfutter, Milchleistung zweimal täglich, Körpergewicht zweimal täglich und die Änderungen im Gewicht sind wichtig, die Wasseraufnahme, Gesundheitsmerkmale, Klaugesundheit, Fruchtbarkeit. All diese Daten brauchen wir, um einen guten Zuchtwert zu berechnen zu können für Futtereffizienz. Die sind nicht alle darin, aber es ist auch für uns sehr wichtig, dass wir, wenn wir Züchter auf eine Kuh, der Effizienz, gute Futtereffizienz hat, dass sie auch gesund ist. Das ist, was oft viele Menschen denken, wenn eine Kuh hat mit einer sehr guten Futtereffizienz, dann hat sie wahrscheinlich mehr Probleme mit Ketosis oder andere Sachen, aber das und deswegen registrieren wir das, aber bis jetzt sehen wir keine Korrelation mit Gesundheit. So, es ist nicht so, wenn man züchtet auf Futtereffizienz, dass man dann weniger gesunde Kühe bekommt. Also das wäre grundsätzlich schon fast meine nächste Frage gewesen, okay. Peter. Wenn wir wirklich jetzt totalen Fokus machen würden auf der Züchtung mit Zucht auf Futtereffizienz, verlieren wir dann woanders was? Machen wir dann Zugeständnisse? Nein. Ich habe eine Liste genommen von die Bullen, die verfügbar sind in Deutschland. Und dann in der rechten Seite sieht man die rechte Reihe, die Futtereffizienz. Dann habe ich alle höchsten Bullen genommen mit am Durchschnitt 108 oder mehr Futtereffizienz, ja, 107 und höher. Und dann sieht man, dass die Spitzenbullen von CRV, die sind in dieser Reihe. So, wenn man auf Futtereffizienz züchtet, dann braucht man keine Kompromisse zu machen für die anderen Merkmale wie RZM oder Nutzungsdauer oder Klaugesundheit oder Eutergesundheit. Und wenn man die Liste schon ansieht, ist das ungefähr die Hälfte von unseren Bullen jetzt, die in Angebot sind, die haben schon 104 Futtereffizienz oder höher. Okay. Wenn ich gerade diese Liste sehe, viele bekannte Namen drauf, die zumindest im deutschen Markt sehr stark laufen oder gelaufen sind auch schon, Namen wie Martin, Halftein, Recording, Esperanto, Freestyle, sicherlich einer der absoluten Top-Bullen, die gerade im Einsatz sind. Und ich sehe gerade bei mir hier auf der Chat-Funktion,
Frage auch für Wietze, die zwischendurch gekommen ist. Welche Bullen setzt du ein aktuell gerade? Was ist gerade bei dir im Einsatz aus dem Kopf raus? Ja, ich brauche auch von dieser Seite die Bullen, die sehr gut für Füttereffizienz sind. Ich habe immer alle gezucht auf die Balance, Gesundheit und Effizienz. Aber mit die neue Erfahrung, die ich habe, und dass da so viel Unterschied sitzt, auch in Euros pro Kuh, ist für mich einfach mehr Energie für meinen Betrieb auf Futtereffizienz. Dus dann brauche ich Bullen, ja, 106 oder hoger am liebsten. Maar dat unterscheidet nogal. Okay. Ja. Gut, Peter, du hast gerade gesagt, Zuchtwert 104. Von Futtereffizienz, was der Durchschnitt auch ist, aber wenn ich einen Zuchtwert von 104 oder einen Bullen mit einem Zuchtwert von 104 für Futtereffizienz bei mir im Betrieb einsetze, was bedeutet das in der Praxis? Okay, man nimmt dann die Bulle im Durchschnitt 104, dann sieht man dann die Töchter von dieser Bulle, die nächste Generation, die hat schon 2% mehr Milch pro Kilogramm futtertrockene Masse. So 2% mehr. Und stell, man hat einen Durchschnitt von 10.000 Kilogramm Milch. Das bedeutet, dass die nächste Generation so 10.200 Kilogramm Milch pro Kuh produziert mit der gleichen Futtermenge. Naja, 200 Kilogramm mehr Milch. Und ich weiß nicht, wie die Milchpreis ist in Deutschland, aber ich nehme hier 30 Cent. 200 keer 30 Cent. Das bedeutet, dass die Töchter von so einer Bulle 60 Euro pro Jahr pro Laktation mehr reinbringt, dann eine Bulle mit 100. Naja, hat man einen Betrieb mit 200 Kühe, dann spricht man schon über 12.000 Euro auf Jahrbasis. Und dann habe ich noch nicht in Gedachte von die Bulle, die ich vorher geschaut habe, mit Durchschnitt von 108. Kann man diesen Betrag schon verdoppeln. Ja, ich glaube, das sind schon beeindruckende Zahlen, die wir hier sehen, Peter. Wietze, wir haben einen Zuchtwert für Futtereffizienz. Was bedeutet der für dich? Ja. Wie lange hat der bei dir? Wir haben so viel Zuchtwerten. Ich denke, für mich ist wichtig, dass es ein einfacher Zuchtwert ist, wie ich verstehe. Ja, die muss Gewicht haben. Ich bin anfangen mit ökonomisch Perspektiv op het moment voor veel Landwirten. Nou, hiermee kan man Unterschied machen. Und dat brengt op mijn Betrieb zoveel. Da muss ich wat meer met als dat nur in Efficiëntie en Gesundheit zit. Op mijn Betrieb past dat wunderbar, omdat ik in mijn strategie al daar immer met aanvang ben. Ja. Oké. Okay. Peter, we hebben bereits viele Zuchtwerte. Jetzt een Zuchtwert voor Futtereffizienz nog dabei. Haben wir nicht mittlerweile zu viele Zuchtwerte? Was denkst du? Ik kan mich vorstellen, dass einige Bauern sagen werden: Oh, wieder eine neue. Es gibt jedes Jahr etwas Neues. Wir haben schon 60 oder ich glaube schon 70 verschiedene Merkmale mit einem Zuchtwert. Oft sage ich von, okay, Sie haben alles angehört, Sie möchten alles wieder vergessen, aber nur zwei Dinge sollen Sie mitnehmen. Ich züchte auf zwei Indexe, das ist die CRW-Effizienz und CRW-Gesundheitsindex. In diese beiden Indexe sind die meist wichtigen Merkmale sind darin mitgenommen, zum Beispiel für Gesundheit. Darin ist Klaugesundheit, Fruchtbarkeit und Eutergesundheit und dann noch einige mehr. Diese drei sind die meist wichtige. In Effizienz sind Futtereffizienz, Nutzungsdauer und Milchleistung und dann noch einige andere, aber diese sind die meist wichtige. Und wenn man mit diesen zwei Zuchtwerten züchtet, dann darf ich so sagen, dann macht man die Zucht von 99% schon gut. Dann kann man das andere vergessen. Man braucht das nicht vergessen, wenn man das schön findet, um alles das zu wissen, aber mit diesen zwei Indexen kann man schon sehr gut züchten.
Dieter, Dankeschön. Ich glaube dann, wenn ich das gut verstanden habe, dann ist, du sagst, wenn wir auf Effizienz und Gesundheit züchten, in dem guten Maß, dann bekommen wir eigentlich das, was wir brauchen, gesunde, effiziente Kühe, die das alles mitbringen. Und in letzter Konsequenz, ich glaube, das ist für uns alle wichtig, bekommen wir zufriedene Bauern, zufriedene Landwirte. Und ich glaube, das ist unser aller Ziel, das wir haben. Wenn wir das nochmal sehen, Futterverwertung ist im Prinzip schon immer ein Thema gewesen. Gerade in dem Geflügelbereich, Schweinebereich haben wir am Anfang schon gesprochen. Und ich glaube, das ist sehr gut, dass der Milchviehbereich und die Milchwirtschaft dieses Thema jetzt mittlerweile auch aufgegriffen hat. Und ich glaube, dass CAV da gut dran getan hat, große Investitionen in diesem Bereich zu machen, um letzter Konsequenz unseren Landwirten und unseren Kunden zu helfen, um am letzter Konsequenz einfach auch den Selbstkostenpreis und die Kosten pro Liter Milch runterzubekommen. Ich glaube, eine hervorragende Sache, und ich glaube, dass wir dort einen sehr, sehr guten und richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich schaue noch mal kurz rein, ob schon Fragen da sind im Chat. Ich sehe gerade hier, wenn ich das richtig habe, eine Frage, muss ich einmal kurz schauen, aus Schleswig-Holstein. Ja, herzlich willkommen auch unseren Kunden aus Schleswig-Holstein. Futterrationen sind ja unterschiedlich weltweit, teilweise sehr kraftfutterlastig, maislastig, mehr Grassilage. Wie verhält sich das hier mit Peter? Ich denke, die Frage ist für dich zu dem Zuchtwert Futtereffizienz, Futteraufnahme. Hat das Einfluss darauf? Ja, das Ratio hat immer Konsequenzen für die Futtereffizienz, aber vom Alle ist es gutes Raufutter oder schlechtes Raufutter. Wir haben 5 Betriebe, 2 sind im Süden, 3 sind im Norden. Die haben auch eine unterschiedliche Futterration. Und dann sieht man eigentlich überall, dass die Kühe, die gut sind, die effizient sind mit dem Ration, die sind effizient für das Raufutter und effizient mit dem Kraftfutter. Und dann ist es nicht so, dass die eine Kuh nur sehr gut ist mit Mais oder nur mit Grassilage. Nee, wenn das Raufutter schlecht ist, dann geht den ganzen Futtereffizienz der Herde nach unten. Aber ich glaube nicht darin, dass es Kühe gibt, die schlechtes Raufutter sehr gut benutzen können und andere sehr schlecht oder gut. Nein, das spielt nach meiner Meinung kaum eine Rolle. Okay, danke Peter. Ich schaue mal nach. Ich sehe gerade eine weitere Frage aus Bayern, wenn ich das richtig habe hier. Diese ganzen Testbetriebe, die wir haben, sind alles Holsteinbetriebe. Ist es geplant, das in Zukunft auf andere Rassen auszubreiten? Ja, das war begrüßenswert, aber wir wissen auch, dass, die Futteraufnahme messen, dass das sehr teuer ist. Deswegen ist es wahrscheinlich so, dass wir bis jetzt noch eine der wenigen Unternehmen sind, die das mischt, als CRV. Wenn wir neue Methode haben werden, vielleicht in Zukunft auf andere Weise das messen können, dann werden wir bestimmt auch andere Rassen messen. Ich weiß schon, dass bei Witze sind schon einige Fleckviehtiere im Stall und die werden auch dort gemessen. So, wenn es mehr Tiere gibt, Kreuzungstiere oder Fleckviehtiere auf Wunderbetrieben, werden wir die bestimmt mitnehmen. Aber ja, vielleicht, dass Witze mehr darüber sagen kann. Er hat schon einige Töchter, glaube ich, von Fleckviehbulle. Oh. Witze, das ist interessant zu hören. Wie klappt das bei dir? Ja, ich habe die 2, dann muss man etwas vorsichtig sein, denke ich. Aber das sind 2 Fleckvieh-Tochters aus guten Holstein-Kühe. Holstein-Kühe, die auch gut waren mit der Milchproduktion. Und ich denke, das hat für mich gut gepasst. Auch als Test, um selbst zu gucken, wie das aussieht. Ja, das sind 2 sehr schwierige Kühe. Ich denke, sie sind 100, 150 Kilo schwieriger dan mijn Holstein-Kühe.
Aber Leistung ist gut und auch für Futter-efficiënt sind sie auch oké. Okay. En is dat dan zucht of is dat ook heteroses? Ja, dat is niet einfach zu sagen. Aber für mich als Landwirt sind sie sehr in Ordnung. Oké, okay, ja. Gut zu hören, Mietze, danke. Ich sehe hier noch, ich glaube, das ist aus Thüringen nochmal, praktischer Einsatz von Futtereffizienzwert. Ich denke, Wietze, das ist eine Frage für dich. Denkst du, das ist einfach zu handhaben, der Wert? Wie funktioniert das bei dir im Betrieb? Ja, ich denke, man kann da verschiedene Sachen mit machen. Und einfach ist Gesundheit und Effizienz brauchen. Man kann auch, wenn das Wunsch mehr Füttereffizienz brauchen, dann sucht man nur die höchste Boden für Füttereffizienz. Auf meinem Betrieb brauche ich dann beides. Und was für mich nicht, ja, das ist für mich auch einfach, aber ich habe mit Herd Optimizer auch mein eigenes Zuchtziel. Auch damit ist ingenommen nicht allein die Bullen, aber auch von den Kühen, die Zuchtwert für Füttereffizienz. Und auf die Manier kann ich dann mit dem Zuchtwert, selbst via Saiermetz, auch da de richtige Paarungen mitmachen. Dus ik denk, man kan dat zo einfach machen als man wünscht. En man kan daar heel veel Sachen mit suchen. Also, du sagst im Prinzip einfach in der Praxis umsetzbar. Ja, ja. Okay, ja. Absolut. Das ist gut zu hören. Ja. Peter, noch eine Frage für dich. Was wir gerade sehen, weltweit viele Zuchtunternehmen fangen auch an, das Thema Futtereffizienz jetzt zu bearbeiten, versuchen auch Zuchtwerte für Futtereffizienz, Futteraufnahme etc. In den Markt zu bringen oder zu veröffentlichen. Was denkst du darüber? Wie geht das? Was findest du davon? Ja, es ist natürlich eine gute Sache, dass auch die anderen damit anfangen. Andererseits ist es so, dass wir schon mit weitem Abstand die meisten Tiere im Data-Bereich haben. Wir haben hier schon sehr viele Tiere drin. Und bei uns sind das auch alle Kühe, laktierende Kühe. Es sind auch einige Zuchtorganisationen, die messen nur bei Jungrindern. Das ist unterschiedlich wie bei uns. Und was vielleicht noch am wichtigsten ist, dass unsere die Futtereffizienz, das kennt jeden Bauer in der Welt. Wie viel Milch macht eine Kuh von einem Kilogramm trockene Masse? So genau ist das. Und das ist, man hat verschiedene Indexen in verschiedenen Ländern. Dies ist ganz leicht zu begreifen. Und ja, das ist, denke ich, ja, man kann natürlich auch, wir hatten in vergangenen hatten wir eingespartes Fütter für Erhaltung, das war auch ein Sort von Index. Und aber ich denke, dass diese am meist begreiflich ist, für jeden Bauer zu begreifen. Ja, und ich denke, du hast es gut gesagt. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir tatsächliche Futteraufnahme messen in Praxisbetrieben, sind wir sicherlich da noch am sichersten, genauesten und auch der Praxis am nächsten, ne? Würde ich auch, glaube ich, sicher sagen, dass wir dort unterwegs sind. Kommen wir mal kurz zum Quiz. Ich glaube, der eine oder andere ist schon voller Erwartung, was dabei rauskommt. Peter, kannst du mal auflösen, wie die Reihenfolge ist? Ja, bestimmt. Ja, ich bin neugierig, wie viele Leute uns anhand von die vier Kühe eine Reihenfolge gemacht haben. Aber ich kann schon sagen, dass hier sieht man die vier Kühe und hier da meine mit die Futtereffizienz, das Q1, das ist die milchrahmige Kuh, große Kuh mit einer schönen Leistung, die ist am meist Effizienz, 1,79 Kilogramm Milch pro Kilogramm trockene Masse. Dann kommt die Kuh Nummer 3, das war die starke Kuh, 1,66 Futtereffizienz, und dann die etwas kleinere Kuh mit eine Futtereffizienz von 1,51 und dann die nächste Kuh, die Nummer 4, mit einer Futtereffizienz von 1,45. So, die richtige Reihenfolge ist Q1, 3, 2 und 4.
Okay, das ist interessant. Vielleicht nicht gleich zu erwarten gewesen, die Reihenfolge. Die Gewinner werden wir persönlich benachrichtigen. Das machen wir nicht hier unter allen Teilnehmern, wer die Portion gewonnen hat. Wenn die Betriebe dann oder die Landwirte da bereit sind, dass ihre Namen veröffentlicht werden, dann werden wir das natürlich mitmachen. Aber wir wollen jetzt doch den Datenschutz ein bisschen wahren. Bevor wir dem Ende entgegengehen, wir haben gerade über ein Quiz gesprochen. Wir haben gleich Fußballzeit in Deutschland. Unsere beiden holländischen Kollegen, ein Quiz zurück. Ich gebe einen aus, einen Tipp von euch beiden. Deutschland, Frankreich, denkt dran, wir haben eigentlich nur deutsche Zuhörer hier. Ich will da keinen Druck machen, aber Peter, was denkst du? Wie spielen wir heute Abend, Deutschland, Frankreich? Ja, was soll ich noch sagen? 2-0 für Deutschland. Ja, sehr gut. Danke, Peter. Ja. Vize? Ja, ich bin schon ein Jahr Jugendtrainer. Vorsicht, denke ich. Für mich sehr wichtig, dass Deutschland muss gewinnen gegen die Franzosen. En hoffentlich, aus Nederland hat die erste Spiel gewonnen. Ja, hoffentlich gaan we nog tegen, Nederland tegen Duitsland. Zo, ik denk net als Nederland tegen Oekraïne, 3-2 voor Duitsland, zult het beste wezen. 3-2 voor Duitsland, also zeer goed. We warten het ergebnis af, en wer richtig getippt hat, daar geef ik nog een voor aus. Zo, we komen jetzt zum Ende unseres Webinars. Ik heb nog einige vragen hier im Chat gesehen, aber wenn ich auf die Uhr schaue, dann laufen wir auch ein bisschen die Zeit raus. Wir werden auf alle Fälle alle Fragen im Chat beantworten, zurückzukommen auf die Teilnehmer, die noch Fragen haben. Und wer noch Fragen hat, kann die natürlich auch an uns stellen. Wir leiten die auch entsprechend hier weiter und an euch beiden und geben dann die Antworten auch direkt zurück an alle Teilnehmer, die noch etwas wissen möchten. Möchte ich mich an dieser Stelle, bevor wir gleich noch zum Abschluss ein Video sehen, nochmal kurz die Zusammenfassung bekommen. Ganz, ganz herzlich bedanken bei euch, Peter, Vize, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr das hier gemacht habt. Ich glaube, man darf auch nicht verkennen, dass ihr das in deutscher Sprache gemacht habt. Das ist nicht eure Muttersprache. Und das habt ihr ganz, ganz hervorragend gemacht. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ich glaube, dass man das schon sehr, sehr gut verstehen kann. Für alle, die zu Hause vorm Rechner sitzen, auch mal einen Applaus euch beiden. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch allen Teilnehmern hier, dass ihr am Seminar teilgenommen habt, trotz Fußball, hartes Vorspiel genutzt habt. Wir haben doch eine sehr, sehr große Beteiligung gehabt. Ich war wirklich positiv überrascht, selbst heute, wie viele Anmeldungen dort noch reingekommen sind. Vielleicht auch nochmal zum Schluss eine Sache, was mir eben noch in den Sinn kam. Wenn jemand Interesse hat, sich das Ganze auch vor Ort einmal anzuschauen, auf einen Testbetrieb zu fahren in die Niederlande, das Ganze mal zu sehen, wie das in der Praxis aussieht. Das ist immer möglich. Meldet euch bei uns. Ihr seid herzlich willkommen. Wir organisieren da gerne mal eine Tour, dass wir den einen oder anderen Betrieb auch sehen können. Peter begleitet diese Touren auch gerne in den verschiedenen Betrieben. Von daher, wenn Interesse da ist, meldet euch gerne. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Lasst CAV im Kopf, Effizienz und Gesundheit die Nummer 1 dafür. Und wir schließen das Ganze ab mit einem kleinen Video. Schönen Abend und ich würde sagen, auf einen Sieg für Deutschland heute Abend gegen Frankreich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. CRV führt ab dem 1. Dezember 2020 einen Zuchtwert für Futtereffizienz ein. Dieser Zuchtwert wurde auf der Grundlage von Daten entwickelt, die von über 7000 niederländischen und flämischen Kühen gesammelt wurden. Im Jahr 2017 startete CRV als erstes Rinderzuchtunternehmen groß angelegte Messungen der Futteraufnahme von Milchkühen auf 5 landwirtschaftlichen Betrieben. Ziel ist es, die Futterkosten für die Milchproduktion nachhaltig zu senken. Derzeit sammeln wir Daten zur Futteraufnahme von über 1800 laktierenden Kühen. Dies gibt CRV eine führende Position bei der Erfassung realer Futteraufnahmedaten. Werfen wir einen Blick auf die 5 landwirtschaftlichen Betriebe, die an diesem Programm teilnehmen. Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten entfällt auf Futterkosten. Bei 1000 Kühen ist allein das Einsparen von 5-10% der Futterkosten am Ende ein signifikanter Kostenbetrag.
Es ist wirklich interessant, die Menge Futter zu berechnen, die auf einem intensiven Bauernhof wie unserem verwendet wird. Wir sparen beim Kauf von Futtermitteln, sodass die Produktion möglicherweise gesteigert werden kann. Die Futterkosten sind die höchsten Kosten auf meinem Betrieb. Das heißt, ich muss jedes Kilo Futter, das ich kaufe, in möglichst viel Milch umwandeln. Daher lag der Schwerpunkt meines Managements immer schon auf der Futtereffizienz. Die Futteraufnahme muss im Verhältnis zur Milchproduktion stehen. Eine schwere Kuh benötigt möglicherweise mehr Futter für die Erhaltung, die ist in Ordnung, solange sie proportional mehr Milch produziert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass eine effiziente Kuh besser für das Klima ist. Vielleicht können wir mehr produzieren, wenn wir nachweisen können, dass unsere Kühe effizienter und für nicht so viel Emissionen verantwortlich sind. Die Tiere, die hinsichtlich der Futtereffizienz schlecht abschneiden, produzieren aus einem Kilo Futtertrockenmasse etwa 1,1 bis 1,2 Kilo Milch. Die leistungsstärkeren Tiere produzieren aus einem Kilo Trockenmasse rund 1,8 Kilo Milch. Durch die Verwendung des Zuchtwerts Futtereffizienz können die Landwirte aktiv eine effizientere Herde züchten. In Wirklichkeit bedeutet das mehr Milch bei gleichen Futterkosten. Der CRV-Zuchtwert Futtereffizienz ist der zuverlässigste in der Branche. Die durchschnittliche Sicherheit des Züchtungswerts bei töchtergeprüften Bullen liegt bei 60-80%. Dies ist das Ergebnis der Messungen auf den Praxisbetrieben. Ab dem 1. Dezember können die Landwirte Bullen anhand dieses neuen Zuchtwerts auswählen. Wie funktioniert der Züchtungswert der Futtereffizienz in der Praxis? Wir können dies anhand eines Berechnungsbeispiels erklären. Töchter eines Bullen mit einem Zuchtwert von 104 für Futtereffizienz produzieren 2% mehr Milch pro Kilogramm Futtertrockenmasse. Auf einem Betrieb, der jetzt 10.000 Kilo Milch pro Kuh produziert, können 10.200 Kilo Milch mit der gleichen Futtermenge produziert werden. 200 Kilo Milch mit 0,30 Euro Cent pro Kilo Milch macht 60 Euro zusätzliche Einnahmen aus. Auf einem Betrieb mit 200 Kühen entspricht dies 12.000 Euro zusätzlichen Einnahmen bei gleichen Futterkosten. Effizientere Kühe produzieren auch weniger Gülle und reduzieren so den CO2-Fußabdruck. Mit der CRV-Futtereffizienz erhalten Sie bis zu 10% mehr Milch bei gleicher Futtermenge. Wollen Sie mehr über effiziente und gesunde Kühe erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website www.crvforall.de.